Oh, Zwischensequenz. Ja, Baldur's Gate wird dunkel. Genau, jetzt ist es dunkel geworden in Baldur's Tor. Es treiben sich wahrscheinlich auch die Kurtisanen wieder draußen rum. Hier war auch niemand Wichtiges drin. Gut. Okay. Da bin ich jetzt überfragt. Ich hätte schwören können, in dem Gebiet wäre noch jemand Wichtiges zu finden. Aber da habe ich mich wohl geirrt. Na kommt. Gehen wir einfach jetzt. Ach, das ist der Gemischtwarenladen, aus dem ich gerade rausgekommen bin. Okay, es ist 21 Uhr geworden. Wir gehen jetzt zum Hafen. Gebiet. Gut. Weil hier soll sich ja irgendwo der Basilisk rumtreiben. Ah, hier ist schon mal ein Schiff. Und auf das Schiff können wir sogar drauf. Und in das Schiff rein. Leuchtende Laterne. Der Name sagt schon mal recht viel aus. Ich glaube, da gehe ich erstmal nicht rein. Das war nämlich, glaube ich, mal ein Schiff. Hier steht sogar noch ein Schild rum, okay. Hier bin ich jetzt am richtigen Hafen angelangt, hä? Ja, bin ich. Und die Musik von Baldur's Tor bei Nacht ist auch recht erdrückend. Ich hab nichts Wertvolles. Gut. Bitte lasst mich in Ruhe. Du bist ein Bettler in einem so reichem Haus. Bitte lasst mich in Ruhe. Um eure Gesundheit oder Kinderwillen kommt mir nicht näher. Ach, du bist Gorak. Ich wurde durch einen Fluch mit dieser fürchterlichen Krankheit geschlagen. Als Strafe für meine Schlechtigkeit. Krankheit hattet Abstand. Lasst euch von eurem Kummer heilen. Nein, eure Zauber und Tränke nutzen da wenig. Diese Krankheit kann nur geheilt werden, wenn die der Vergangenheit gut gemacht werden. Hinter einem Bild im Wirtshaus zu den drei alten Fässern findet ihr den Schädel meines Bruders Kerif. Bringt ihn zu Agnasia im Haus der Dame. Sie weiß, was damit zu tun ist. Noch ein Tagebuchseintrag. Als ich versuchte, in dem Armviertel von Baldur's Tor Gorak den Kranken zu heilen, hat er mich um einen makabren Gefallen gebeten. Hinter einem Bild im Wirtshaus zu den drei alten Fässern liegt der Schädel seines Bruders Kerif. Ich soll ihn zu Agnasia im Haus der Dame bringen, wo ich vielleicht mehr über diese traurige Geschichte erfahren werde. Ich hab nichts Wertvolles. Bitte lasst mich in Ruhe. Okay, der humpelt schon wie ein Zombie. Der Typ tut mir richtig leid. Nichts leichter als das. Und hier oben ist nichts. Ich war unter meiner Würde. Bitte lasst mich in Ruhe. Gut. Dem wird Talisa natürlich gerne helfen. Sofern wir das Gasthaus der drei. Der Dummschwätzer. Wer bist du jetzt? Hallo, junger Mensch. Wie geht es dir an diesem schönen Tag? Ihr seid wohl für einen Spaziergang am Dock hergekommen, ja? Es gibt keinen besseren Ort zum Nachdenken. Ich bin schon oft an diesen Geländern und Brettern vorbeigegangen. Und da sind meine Sorgen weggeschwemmt worden. Ich habe keine Zeit mit euch zu reden. Irgendeine Geschichte über die See, die ihr hören wollt? Habt ihr euer gesamtes Leben hier verbracht? Noch nicht, hey, noch nicht, habe ich gesagt. Ihr habt gefragt, ob ich mein ganzes Leben hier verbracht habe. Und da sage ich noch nicht. Ich kann sie doch immer noch zum Lachen bringen. Bei diesem Scherz haben sich die Kumpel auf Deck früher gekugelt, wie die Kugelfische. Natürlich haben sie vor ein paar Jahren mit dem Lachen aufgehört, nachdem sie diesen Witz schon tausendmal gehört hatten. Wenn man sich's überlegt, lacht ihr auch nicht gerade aus vollstem Herzen. Dann will ich mal ein Weilchen hier drüben stehen.
So, der geht wieder und lässt uns alleine. Bürgerlicher. So, das hier sieht, ist das große Haus am Hafen, das wichtig sein könnte. Was bist du denn für ein Haus? Betreten können wir dich schon mal. Und du bist nicht anklickbar. Gebäude des Hafenmeisters. Oh, okay. Also die wichtigste Person am ganzen Hafen. Das merkt man schon mal an der Größe des Gebäudes und dem riesigen Glasfenster. Der Stadt wohl gerne aufs offene Meer raus. Der Hafenmeister. Okay, wieder eine verschlossene Türe. Du bist ja ein komischer Chaos. Wie sieht hier eigentlich das Gebiet so aus? Auch nicht besonders groß, möchte ich meinen. Ich hab genug davon. Zum Glück. Was wollt ihr? Gut. So, dann gucken wir mal hier rein. Ihr seid Narren, dass ihr meinen Weg kreuzt. Bleib mir vom Leib, Schlammmänner, keinen Schritt näher. Oh, eine Sirene. Was macht ihr so weit weg von eurem Zuhause? Seid ihr nicht eine Sirene? Gehört ihr nicht ins Wasser? Ja, prächtig, sollte hier nicht sein. Aber das spielt keine Rolle. Hinaus mit euch geht. Wie seid ihr hierher gekommen? Vielleicht können wir euch irgendwie helfen. Ihr könnt nichts tun. Larias wurde vom Land lebenden Fischern gefangen und als Lohn in ihr Schlammland gebracht. Sie versuchen, Larias auszunutzen und sie alle sterben. Ihr werdet auch sterben, wenn ihr nicht geht, und zwar jetzt. Wir können euch nicht einfach hier lassen, Larias. Ihr habt keine ganze Familie ermorden. Man wird euch bestrafen müssen. Beruhigt euch, Larias. Wir können euch helfen. Könnt Larias nicht helfen? Sie ist zu lange vom Wasser weg gewesen. Larias jetzt im Sterben. Sie möchte alleine sterben. Hinaus, hinaus. Larias will nicht dumme Schlammmänner sie sterben sehen. Aber vielleicht können wir etwas tun, um euch zu helfen. Lasst uns wenigstens versuchen. Ihr könnt nichts tun. Lasst Larias in Ruhe. Sie sagt es zum letzten Mal. Lasst sie in Frieden sterben. Ich habe euch gesagt, ihr werdet sterben, so wie die Familie, die in diesem Haus gestorben ist. Oh, eine aggressive Sirene. Ups. Wann war der letzte Quicksave? Hier in dem Haus. In dem Lager. Nehmen wir das da lieber nochmal. Was? Nichts leichter als das. Nichts leichter als das. Mein Gott, ehrlich, die hat sicher eine interessante Queste für uns, die mehr als nur 30 Erfahrungspunkte bringt. Und wenn vielleicht jemand helfen kann, dann sind es die Priesterinnen im Tempel von Amberly. Die sind ja auch schon fast Sirenen. Wir müssen nur die richtigen Worte finden, wenn wir ihr helfen wollen. Versuchen wir das wenigstens noch in dieser Aufnahmesession hinzukriegen, ihr helfen zu können. Ich hab genug davon. Imoen, du musst mal. Achso, das hier. Ja, das Haus gut. Hier ist offen. Was wollt ihr? So. Unter meiner Würde. Achso, du bist. Das bist du. Bitte lasst mich in Ruhe. So, lasst euch von eurem Kummer heilen. Das haben wir schon mal gemacht. Gut. Beinahe unter meiner Würde. Übrigens, das Haus der Dame ist, soweit ich weiß, nicht das Haus von Amberly. Aber das werden wir ja sehen, wenn wir zu den Tempeln kommen. Obwohl Amberly müsste sogar hier am Wasser sein. Ich glaube, das hier ist sogar der Amberly-Tempel.
So, jetzt aber noch mal hier rein und dann hoffentlich kriegen wir sie zur Vernunft. Was wollt? Ich hab genug davon. Nichts leichter als das. So, Talisa geht mal einfach alleine hier rein. Ich sagte, sie geht alleine da rein. Ihr seid Narren, dass ihr meinen Weg kreuzt. Kein Schritt näher, ihr seid eine Sirene. Wie seid ihr hier reingekommen? Nein, das war schon mal falsch. Ups, das war der Autosave, wie wir den Quicksave haben. Nichts leichter als das. Oh, achso, jetzt labern uns hier noch an. Habt ihr irgendeine Geschichte? Oh, in der See sind mehr Geschichten verborgen, als ihr Tage eures Lebens übrig habt. Grünschnabel. Ich könnte euch noch die ganze Nacht lang von Piraten weitererzählen, die zu den Inseln von Nelanta gesegelt sind. Oder von seltsamen Händen, deren Wahn sie sich kaum beschreiben lassen. Ich wette, dass ihr aber am liebsten die Geschichten vom alten Balduran selbst hören möchtet. Er war ein großartiger Mann, der weiter gesegelt ist, als es sich die meisten von uns erträumen könnten. Die große Schutzmauer um unsere schöne Stadt wurde mit seinem Geld erbaut und ohne seine Bemühungen stünde jetzt keiner hier von uns. Er klingt wie ein toller Mann. Was ist mit ihm geschehen? Wie bei großen Männern doch so oft der Fall ist, weiß niemand, was aus ihm geworden ist. Er hat sich eines Tages zu den berühmten Inseln von Ankorum aufgemacht und wurde nie wieder gesehen. Hin und wieder behauptet einer, dass er die Takelage seines Schiffes am Horizont gesehen hat, und in den romantischeren Geschichten wird erzählt, dass er zu den Sternen gesegelt ist. Einigen Zyniker meinen, er sei einfach vor einer einsamen Insel auf Grund gelaufen, doch wenn man in der Umgebung etwas erwähnt, wird einem wahrscheinlich sehr schnell der Mund gestopft. Jetzt habe ich euch lang genug die Wurmfolge gequasselt. Ich will euch jetzt ziehen lassen. Ja? Gut. Du bist, ich hab genug davon. Immerhin macht die Tür auf. Was wollt ihr? Nichts leichter als das. Quicksafen wir nochmal, dass wir das nicht alles nochmal machen müssen. Was, wenn ich verschwinde jetzt? Was? Beinahe unter meiner Würde. So. Ihr seid Narren, dass ihr meinen Weg kreuzt. Ja, wir... Ups, das war der falsche Text. Komm, das schaffen wir jetzt auch noch. Was? Beinahe unter meiner Würde. Ich verschwinde jetzt. Ja. Gut. Ihr seid Narren, dass ihr meinen Weg kreuzt. Ihr seid... Vielleicht können wir euch helfen. Beruhigt euch. Wir bleiben einfach hier bei euch. Wir haben noch nie eine Sirene an der Kühlung sterben sehen. Das könnte lehrreiche Erfahrung sein. Aber vielleicht können wir euch helfen. Schon gut, wir verschwinden hier sofort. Ja, danke für Laritz im Frieden sterben lassen. Nichts leichter als das. Irgendwie klappt das nicht so richtig. Leichter als das. Laden wir nochmal. Irgendwas muss es doch geben, um dir zu helfen. Du, denn ich verschwinde jetzt. Nichts leichter als das. Und wenn nicht, dann gucke ich einfach nach dem Cut mal nach. Ihr seid gut, dass ihr meinen Weg kreuzt. Ich habe gesagt, dass ihr mir vom Leib bleiben sollt. Okay, wir sollen sie einfach mit einem Schlag zerhacken. Das ist nicht so toll. So, letzter Versuch. Beinahe unter meiner Würde, dass ihr meinen Weg kreuzt. Vielleicht können wir euch helfen. Man wird euch bestrafen müssen. Nein, das hat auch nicht geholfen. Oder dürfen wir noch gar nicht mit ihr reden? Beinahe unter meiner Würde, dass ihr meinen Weg kreuzt. Zu weit. Vielleicht können wir euch irgendwie helfen. Wir können euch helfen. Sirene an Unterkühlung. Nein, egal was wir sagen, sie stirbt. Das will ich aber irgendwie nicht.
Gut, deswegen gibt es jetzt erst einmal hier einen Cut. Also speichere ich mal richtig. LP028. Und ganz ehrlich, dann gucke ich mal nach, ob es irgendwas gibt, was wir für die Sirene tun können. Auch wenn das jetzt gespoilert ist und so weiter. Naja, ich habe Baldur's Gate so oft durchgespielt, aber die Sirene kann ich mich irgendwie gerade nicht mehr erinnern. Wahrscheinlich, weil ich Baldur's Gate nie so gründlich erkundet habe, wie jetzt im Let's Play. Also, bis dann.